schneit es. Guck mal, rief Bobby, die kleinen weißen Flocken, die vom Himmel fallen. Das ist Schnee. Eine Schneeflocke landete direkt auf Yoshis Nase. Es kitzelte, er nieste. Hatschi! Hatschi! Immer dichter und dichter wurden die Flocken. Yoshi war schon ganz weiß und schüttelte sich. Wow, wow, rief Bobby. Wo er recht hat, hat er recht. Wir stehen nicht um den Tannenbaum herum, wir stehen um den Adventskranz herum. Also fangen wir noch mal von vorne an. Die Enten quackten im Takt, die Hühner gackerten, die Hunde bellten, die Esel iaten, die Ponys wieherten und die Katzen miauten. Alle waren zufrieden und glücklich. Sie sangen und tanzten immer wieder um den schönen Adventskranz herum. Vereinzelt fielen ein paar Schneeflocken. Yoshi prachtvoll in allen Farben. Rot, gelb, blau, grün und weiß brachten den Tannenbaum in seiner ganzen Pracht zu erleuchten. »Na«, sagte der Bauer Achim, »habe ich euch zu viel versprochen?« »Die Weihnachtszeit beginnt und morgen haben wir den ersten Advent.« »Juhu, juhu«, schrie Yoshi, »Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ferdi, Keller, Frau Wuschel, Napoleon, Anton, Miss Marple, Bobby und Schnuffel tanzten vor lauter Freude um den Tannenbaum herum. Schneeflocken. Yoshi dachte, es gab einen lauten Donnerschlag. »Pfui, pfui«, schrie der Weihnachtsmann und gab mit seiner Rute dem Yoshi einen Klaps auf den Hintern. Yoshi drehte sich um. »Aua, aua!«